Und willkommen zurück hier in der Scheune bei The Long Dark. Wir sind wie immer überladen, erschöpft, müde, kaputt, weil wir unbedingt einen Schlafsack brauchen. Und das schränkt unsere Reichweite etwas ein. Das ist, ja, blöd. Wir müssen... Warte mal, ich muss erstmal gucken, wie komme ich hier überhaupt... Wir müssen zurück zum Bauernhaus. Ich hoffe, dass es das da hinten war. Und dann gucken wir mal, wie wir uns am dümmsten diesen Bärenschlafsack zimmern. Denn mit dem Ding sollte es womöglich auch machbar sein, draußen zu schlafen. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Da ist ein Wolf, das ist nicht so doll. Aber das müsste eigentlich doch da hinten, doch, ich glaube, das ist das Bauernhaus, ne? Da können wir dann auch gleich die Hasenhandschuhe reparieren. Da hinten ist noch ein Wolf. Ey, Leute, was ist hier los? Ist hier Tag der wolfenden Tür? Oh Gott. Schlimm. Ich schmeiß dich ab hier mit unserem... mit unserer Fackel. Okay, da hinten ist das Bauernhöschen. Ach, wie cool. Ach, wie geil sieht denn der Mond bitte aus. Voll cool. Mordsmäßig super cool. Naja. Die Grafik... ist natürlich jetzt, ja, nicht jedermanns Sache. So, und schon sind wir erschöpft, das ist noch besser. Heißt, wir können uns kaum noch bewegen. Ich muss mal kurz nachsehen. Wir haben hier noch gegartes Wolfen, ja, noch Wolfen. Oh. 750. Achso, was müssen wir öffnen? So, Schlabunern wir mal 666 Kalorien. Lustig. Und ich frage mich, warum die das mit diesem Schneeshelter weggemacht haben. Am Anfang, vielleicht erinnert sich noch jemand dran, hatte man die Auswahlmöglichkeit, sich so ein Shelter zu bauen. Oder vielmehr, die Möglichkeit wäre da gewesen, man konnte es aber nie machen. Warum auch immer. Oh Gott. Geht weg. Ich bin nur ein einsamer, armer, dahinschleichender Typ, der total erschöpft ist. Und nichts mehr auf die Reihe kriegt hier. Und der einfach nur noch nach Hause will, ohne dass es dunkel wird. Denn es wird ja auch kälter. Und draußen pfeift die ganze Zeit so ein bescheuerter Vogel rum hier schon den ganzen Tag. Immer. Furchtbar! Ich will den mit der Flinte erschießen am liebsten. Vielleicht ist es ja noch nicht mal ein Vogel, vielleicht ist es auch ein nervtötender Mensch. Ich traue den Leuten hier alles zu in meiner Umgebung. Ach, Herrgott, wo ist die Hütte? Hütte? So, da drüben hoch. Oh Gott. Oh oh. Aber das überschöpft. Das erschöpft, der erschöpft Status ist natürlich jetzt nicht so schlimm für uns. Da kann man mit leben, also das bringt einen jetzt nicht sofort um. Ich meine, wir sind wirklich richtig erschöpft. Es ist halt nur saunervig. Saunervig. Dass man halt sich so langsam bewegt.
Ach, welch ein Glück. Welch ein Jubel, welch ein Segen. Unser Bauernhütchen ist wieder da. Was haben wir eigentlich mitgenommen, dass wir so überladen sind, ne? Ich weiß gar nicht. Aber es liegt wahrscheinlich eher an der... Ja, es liegt an der Erschöpfung. An nichts anderem. Na komm. Mensch, hier waren wir ja lang nicht. Mein Jott. Super. It's dusk, so night can't be far behind. Okay. Ja, wir sind echt gerade pünktlich angekommen. Um nicht von der Nacht überrascht zu werden. Boah, welch ein Glück, ey. Mein Gott. So. Plan ist dieses Ding zu reparieren. Das dauert gar nicht so lange. Machen wir gerade. So, wir können das Ganze auch nochmal machen. Gut, jetzt nicht mehr. Wenn wir das jetzt... Okay, die sind... Ja, okay, die sind auch so besser. Sehr schön. Wir hätten noch einen Wolfspelz anzubieten. Damit könnten wir vielleicht die Jacke auch mal reparieren. Aber brauchen wir auch wieder Darm für. Es ist doch echt... Oh Gott. Ich mach das Ding jetzt mal richtig an, damit wir hier auch was sehen. Warte mal. Das packe ich mal da rein. Den Stoff auch. Den blöden Pilz. Ach, weißt du was. Den packen wir auch darin, solange wie man noch keinen... Wie wir noch keine Därme wieder gefunden haben. So. Das sollte ich auch so finden. So, da schlafen wir. Ich hau mir noch mal ein bisschen was rein. Das müssen wir morgen unbedingt braten. Denn ich will das nicht vergeuden. Nein, nein, nein. Das darf nicht sein. So. Dann sind wir wieder fit. Müssen natürlich wieder gleich essen und trinken. Mal die Erdnussbutter müsste noch was haben. Dann futtern wir einfach das hier. Flüssigkeitsmangel, das geht gar nicht. So, und wegen dem einen Fleisch soll ich jetzt Feuer machen. Das sehe ich eigentlich gar nicht ein. Ich guck mal draußen. Hatten wir doch noch eine Falle aufgestellt und vielleicht kann ich noch einen Wolf erwischen. Das tut mir jetzt leid, aber wir müssen so ein bisschen geplant jetzt vorgehen, denn ja. Da ist die Falle, ist natürlich kein Hase drin. Das ist echt scheiße, dafür will ich keinen vergeuden. Wir nehmen die Falle und stellen sie mal ein Stückchen weiter nach da vorne. Ich meine, die kommen ja dann auch wieder. Hallo? So. Na, das Ding hier so hin. Ich könnte die natürlich jetzt auch schießen, aber das wäre sinnfrei. So. Für den Schlafsack, was brauchen wir da? Ich gucke mal gerade. Da hinten läuft ein Bär, ne? Den könnten wir... Nee, können wir nicht. Das könnten wir mal ganz entspannt lassen. Den zu jagen. Äh...
Ich guck nur noch. So, Schlingel, bla bla bla, dit. 5 Stoff, 6 Damen, 2 Schwarzbärenfelle. Ach, leck mich doch. Und 33 Stunden, das ist gar nicht so lange. Das ist echt nicht so lange. Aber wir müssen noch einen noch einen Wolf, noch einen Bär töten. Ah, Altholz, cool. Mit Altholz konnten wir da nicht auch. Doch auf damit. Ja, brauchen wir auch Damen. Okay, heißt, der Bär da draußen muss doch dran glauben. Hallo. Entweder der Bär oder wir. Es wäre natürlich von Vorteil, wenn es der Bär wäre. Wir haben 6 Schuss. Vielleicht reicht das. Looks like I made it through another night. Reicht das dieses Mal ja aus? Ich observiere ihn gerade mal und gucke, ob das der Bär ist, den wir da letztes Mal gesehen hatten. Falls das der ist, der da bei der Höhle war, dann können wir da nämlich gerade mal reingehen in die Höhle. Denn wir müssen, also den Schlafsack brauchen wir eigentlich wirklich dringend. Denn ohne Schlafsack können wir nicht ungebunden überall hingehen. 33 Stunden Arbeit ist natürlich, das ist ein ganz schönes, ja gut, nicht so viel wie für den Wolfsmantel jetzt. Das geht noch. Dafür haben wir 50 gebraucht, hatte ich eben gesehen. So, und das wird der Bär sein, der ist unterwegs und jagt oder was weiß ich. Wäre natürlich cool, wenn er Hasen jagen würde, dann könnten wir die Felle klauen. Ah, Mist, ich habe vergessen, das Fleisch zu braten. Ach, Kacke. Kacke. So, hier ist wahrscheinlich noch einer, ne? Na klar. Ich wusste es doch, der geht da hinten lang. Heißt, ich könnte es gerade so schaffen, in seine Höhle hier mal reinzuschlawinern. Hier ist. Oh. Hier sind überall Knochen, das ist natürlich sehr einladend. Und ansonsten ist hier rein gar nichts. Wow. Das ist begeisternd. So, ja, natürlich. Ist klar, Alter. Leck mich doch am Arsch. Och, das ist doch wohl nicht wahr. Ja, echt toll. Super. Sind die ganzen Klamotten wieder im Arsch, echt. Keine Munition und nix. Not gonna pull through this time. Weißt du, das war scheiße. Das war echt. Das war richtige Drecksscheiße. Jetzt darf ich auch fluchen. Also. Wenn ich da nicht fluchen darf, dann weiß ich es auch nicht. Jetzt ist die ganze Klamottenkacke wieder hier total im Arsch. Und wir haben einen Schuss noch. Und da kommt dieser blöde Drecksarschbär schon wieder an. Das ist ein Witz. Echt ein schlechter Witz. Der. Jetzt ist er tot, na, wenigstens das. Leck mich, Bär. So.
Dafür nehme ich dir dein Fell. Hast du jetzt davon? Mann, Mann, Mann. So, wie viel Därme hat der? 10 Stück. Gut, wir nehmen alle. 800! 3 Stunden! Wir brauchen die. Ja. Wir machen das. Wir machen es einfach. Was? Was? Och, Leute. Wir hatten doch alles versorgt. Wir hatten doch echt alles versorgt. Wirklich. Boah, nee, ne? Also, ich muss gerade ganz ehrlich sagen, ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Warte mal, wenn ich jetzt... Gut, wir können... Warte mal. Ja, gut, wir können jetzt das idyllische Tal natürlich auswählen. Aber, ja, mal sehen, ob ich jetzt gerade dazu... Habe ich keine Lust mehr dazu. Gerade habe ich wirklich keine Lust mehr dazu. Muss ich ehrlich gestehen. Vielleicht beenden wir das Ganze, vielleicht auch nicht, ich weiß es noch nicht. Mal sehen, vielleicht kommt also in 2 Tagen eine Folge davon oder eine Folge von einem anderen Spiel. Mal sehen, je nachdem, wie ich, ja, Lust habe. Weil das war gerade echt, das hat mir die Lust wirklich verdorben. Denn, ja, wir waren sehr weit, hatten alle 2 Maps vorher abgegrast und waren in der letzten angekommen und ich weiß nicht, was da gerade los war. Ich muss mir das im Video angucken. Wir hatten einen Verband angelegt. Wir hatten Desinfektionsmittel aufgetragen. Und was haben wir vergessen? Die Schmerzmittel oder was? Ich habe keine Ahnung. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen und entweder sehen wir uns in 2 Tagen hier bei The Long Dark nochmal wieder oder bei einem anderen Let's Play. Also, bis dann. Ciao.